Beeilen Sie sich, Doktor. Ich versuche es, Sir, aber ich muss noch viele Flüchtlinge behandeln. Wissen Sie, wie viele an Bord gekommen sind? Ich schätze 350 bis 400. Sie bekommen bald genaue Zahlen. Wäre das alles? Ja, Sir. Wie steht es um eine Anfrage nach mehr Hilfskräften? Tut mir leid, Doc. Sie müssen mit dem auskommen, was Sie haben. Vielleicht kann uns die Titan helfen. Ei, ei. Und, Sir, es schmeckt nicht allen, dass wir die Flüchtlinge aufgenommen haben. Aber ich halte es für eine gute Tat, wenn ich das so sagen darf. Danke, Lieutenant. Wrecker! Alter, du hast um dich geschlagen. Schlecht geträumt? Schlafrotation in 10. Bin eh schon seit 2 Stunden wach. Ein Wunder, dass du nach der Sache überhaupt schlafen kannst. Ist scheiße heiß hier drin. Es gäbe überhaupt keine Luft auf dem Schiff. Übrigens, Irish war hier. Wollte dich nicht wecken. Ich sag's dir, Mann. Du musst schlafen, solange du kannst. Peace, Wrecker. Ich gehe, ist okay. Warte mal. Navigation, Satellitenabdeck, Radar, Sonar, interne Kühlsysteme, Lampen auf dem Mitteldeck. Okay. Was hast du gesagt? Bitte sag mir nicht, dass wir Navigation, Sonar und den Kühlungsscheiß auch noch reparieren müssen. Das ist die lange Liste. Aber die Motoren laufen wenigstens noch. Wieso sei das? Jahreswetter und Fernlaser. Vor 100 Jahren hätten wir sie am Arsch gehabt. Also sind wir Blindfische. Also scheiß Chinesen. Wir wissen nicht, ob sie Chinesen waren. Willst du wetten? 100 Mäuse, dass sie es waren. Wenn wir uns mit der Titan treffen, wissen wir es mit Sicherheit. Hey, Station 6! Seht ihr was? Negativ, wir sehen nichts. Aber ganz in der Nähe muss Platz sein. Jeder, der Mandarin spricht, meldet sich umgehend beim Befehlshabenden. Okay. Das EMP hat uns übel erwischt. Sergeant. Der Tag ist noch lange nicht vorbei. Trevor, gehen Sie mit Ihren Leuten runter zu den Generatoren auf L4. Die Hydraulik steht still. Wrecker, leg Irish an die Leine. Ihr Clowns bringt die halbe Stadt mit an Bord und macht uns zu einem Auffanglager für Leute, die uns einen Dreck angehen. Sie sind der Feind, verdammt. Das Problem wird wohl bald an die Titan weitergereicht. Dann hast du es nicht mehr an der Backe. Alle, dem medizinischen Offizier stehen nicht genügend Hubkörper zur Verfügung. Es müssen noch zahlreiche Die Krankenstation ist da hinten. Der Mann hat vor einigen Minuten gesprochen. Aber die Kopfverletzung könnte schlimmer sein als gedacht. Sie können hier nicht rein, Ma'am. Sind Sie verrückt? Mein Mann ist da drin. Tut mir leid. Lassen Sie mich rein. Wer hat hier das Sagen? Bitte treten Sie zurück, Ma'am. Sie ist auf unserer Seite. Lasst sie durch, Leute. Sie müssen eine CT machen. Vielleicht hat er intrakranielle Blutung. Dazu fehlen uns die Mittel. Der Großteil unserer Ausrüstung wurde vom EMP zerstört. Wir wollen uns mit der USS Titan treffen. Dann können wir deren Einrichtung nutzen. Ma'am, bitte. Ich behalte Ihren Mann im Auge. Ich bleibe. Ich habe eine medizinische Ausbildung. Gut. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriege. Bewusstlos. Gar nicht gut. Irish sucht nach dir. Er ist auf dem unteren Fahrzeugdeck. Habt ihr euch endlich wieder vertragen? Cheng auf Krieg aus ist, kann er uns angreifen. Wir wären tot, bevor wir es überhaupt merken. Hoffentlich ist es nicht so schlimm, wie es aussieht. Wenn wir auf der Titan sind, wissen wir es mit Sicherheit. Alle, die Schadenskontrollzentrale bittet darum, alle persönlichen funktionierenden elektrischen Geräte in der Zentrale abzugeben. Irish ist voll in Ordnung. Bringt uns immer in solche Situationen. Vielleicht
Vielleicht sollte ich dazu mal was sagen. Aber die Einheit darf die Entscheidung des Anführers niemals in Frage stellen. Das ist schlecht für den Zusammenhang. Auf der anderen Seite darf man das Gewissen nicht komplett ausblenden, oder? Ja, was weiß ich. Letzten Endes war es deine Entscheidung, nicht Irish. Hey, Irish! Back! Hey, was geht, Clara? Hier für dich. »396 Überlebende. Größtenteils Frauen und Kinder. Das haben wir gut gemacht, oder?« »Ja.« »Hey. Komm schon mal, du glaubst doch diesen Sie sind der Feinscheiß nicht.« »Nein, natürlich nicht. Aber nicht du hattest das Kommando. Dann hat es Wrecker übertragen.« »Ach komm schon, Peck. Worum geht's hier überhaupt? Das Richtige zu tun oder um das Scheißprotokoll?« »Weißt du was? Sollen die da oben klären. Ich red mit Garrison, wenn's ein Problem gibt.« »Nein.« Nicht du, sondern der Squad-Leader. Selbst unter idealen Umständen kann man kaum 400 Flüchtlinge auf diesem Schiff aufnehmen. Wenn Garrison sauer ist, dann ist es halt so. Es war das Richtige. Deine Argumentation musst du noch fallen, Irish. Die Zeit wird knapp auf der Titan. Irgendwer muss an Bord gehen, bevor sie im Meer versinkt. Es gibt eine Reihe von Variablen. Wir wissen nicht, wer angegriffen hat und ob sie wiederkommt. Überraschungen können wir uns nicht leisten. Auf Tombstone ist Verlass. Sergeant Wrecker. Agent Kovic übernimmt die Führung. Seine Befehle gelten so viel wie meine eigenen. Erlaubnis zu sprechen, Sir. Aber Captain Sergeant Wrecker... Ich diskutiere nicht mit dir, Irish. Du gehörst deinem Squadleader. Ich schaffe Platz für Überlebende. Die Valkyrie geht in Defensivposition, 1 Kilometer östlich der Titan. Agent Kovic, lassen Sie antreten. Wir durchsuchen die Titan nach Intel und Überlebenden. Nehmt Waffen und Atemgeräte mit. Ich habe ein RIP klar gemacht. Los! Wir sind die Trottel vom Dienst. Lass es, Irish. Beeilung, Marines. Die Zeit ist gegen uns. Sergeant Wrecker ans Steuer. Keiner weiß, was hier los ist. Aber das ist eure Gelegenheit, Licht in die Sache zu bringen. Vermasselt es nicht. Verstanden, Agent. Die Menschen auf der Valkyrie verlassen sich auf uns. Hier geht's nicht nur um die Valkyrie, Junge. Sieh sie dir an. Hier wäre ich beinahe gelandet. Wie lange dauert es wohl noch, bis das Schiff untergeht? Lange genug. Was genau suchen wir eigentlich, Agent? Die Titan ist ein verdammt großes Schiff. Setz dich und genieß die Fahrt. Wenn wir da sind, erfahrt ihr alles weiter. Du führst uns ins Unbekannte. Was gibt's da zu genießen? Irish, komm schon. Ihr seid hier, um einen Job zu erledigen. Und ich sage, wo es lang geht, okay? Ja, Sir. Ich, oh, Mensch. Wie bitte, Marine? Ich genieß die Fahrt, wie ich es tun soll.
unter der Titan ist ein Riff am Rand einer 3000. Kann niemanden sehen! Wo steckt die Crew, verdammt nochmal? Mein Gott! Sie läuft voller Wasser! Ich glaub's nicht! Glaub es euch, kleiner Bruder! Irgendjemand hat sie erledigt! Tobi, Sir! Wo müssen wir hin? Kommen wir rein! Warte mal um und kreis sie! Sucht nach einem Loch im Rumpf oder so! Da! Ein Loch im BGP! Ich hab solche Schäden schon mal gesehen! Chinesische Schiffsabwehrrakete! Fahr durch, Wrecker! Pass auf, die Titan wurde nicht vom EMP in Shanghai getroffen. Sie haben mehrere Stunden lang Berichte gesammelt, die wir nicht kennen. Darum sind wir hier. Wollt uns beeilen. Los! Wir einen Fluchtplan, denn das Ding kippt. Wann wird sie runterrutschen? Dann sollten wir lieber nicht mehr hier sein. Und der VDR auch nicht. Naja, Fluchtplan klingt anders. Pass auf, wo du hintrittst. Wir sind auf dem C-Deck und wollen zur Schadenskontrollzentrale. Such nach Luke G46. Durch die kommen wir direkt ans Ziel. Okay, wo ist sie? Da lang. Geh voraus. Da ist die Luke. Wrecker hat sie. Ja, warte, ich helf dir. Aufmachen! Da sollen wir echt runter? Du kannst schwimmen, oder Marine? Ja? Wir tauchen bis zum Mitteldeck, da müssen wir über Wasser sein. Also los! Das Arschloch gehört. Bring rein. Hört mal. Überlebende? Könnte mechanisch sein. Wir müssen weiter. Das Wasser steigt schnell. Sind alle bereit? Kann losgehen. Wir sind ganz nah. Die Geräusche sind direkt vor uns. Verdammt, wo zum Teufel stecken die? Sir, das klingt wie ein SOS. Vielleicht ist jemand eingeschlossen. Das wissen wir nicht, Sergeant. Was ist denn aus der Suche nach Infos geworden? Und Überlebenden? Das ist weder die richtige Zeit noch der richtige Ort. Verstanden, Sergeant? Von uns hängen mehrere 10.000 Leben ab. Nicht nur eine Handvoll. Selbst eine Handvoll zählt. Wir denken da anders. Denk, was du willst. Bewegung, verdammt! Das ist nicht mechanisch. Der Maschinenraum?
Mann, seht euch das an. Das ganze Deck steht unter Wasser. Scheiße, ich glaube, das Wasser steigt. Finde einen Weg da durch. Wir müssen die Intel rausschaffen, bevor das Schiff... Schnell! Hallo, hier! Hier unten! Das Wasser steigt! Hängt uns doch hoch! Das ist der einzige Weg raus hier! Keine Angst, wir holen euch da raus! Zur Seite, Marie! Scheiße, ist zugeschweißt! Schließen Sie auf! Die sind bereits tot. Gehen wir! Ein Scheiß tun wir! Wir lassen sie nicht zurück! Selbst mit dem Schweißgerät würde das Ganze 9 Minuten dauern. Wenn das Wasser weiter so steigt, sind sie bis dahin längst tot. Sie bleiben hier. Das ist ein Befehl. Du hast Garrison gehört. Mann, fick dich! Haltet durch, Leute! Mann, halt dich! Hör damit! Scheiße, Irish, bleib cool! Tut mir leid. Gehen wir los, los! So ein Wichser, das zahle ich ihm ein. Den hol ich mir. Wrecker, wir müssen los. Die haben uns hier eingesperrt. Bitte lasst uns nicht hier unten sterben! Wer hat euch eingesperrt? Sie haben uns eingesperrt und hier gelassen. Keine Ahnung warum. Sie haben die Rakete ins Schiff geschossen und es dann geändert? Das ist doch sinnlos. Decker, wir sollten weiter. Ich will hier nicht sterben! Nein, bitte! Sag meiner Mom! Sag meiner Mom! Ich kann doch so nicht sterben! Bringen wir es hinter uns. In wenigen Minuten geht sie unter. Gefunden, Wrecker! Also los, runter von diesem Rosthaufen. Wurde aber auch Zeit. Zurück zur Valkyrie. Stimmen. Auf dein Signal, Wrecker! Wie kommen wir am schnellsten raus? Einfach geradeaus! Auf dem Weg, ihr Schweine! Komm, was habt ihr, Pisser? Deckung! Ah, meine Fresse! Ich hab Arsch!
Bevor es zu spät ist.
Tor geschlossen.